Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn wir bestimmte Dinge nicht hören. Tatsächlich hat aber schlechtes Hören einen sehr großen Einfluss auf unseren Alltag. Nicht zuletzt auch auf unsere Mitmenschen, weil das Leben sehr unangenehm sein kann, wenn man nicht gut hört. Was können Sie also tun? Wichtig ist, warten Sie nicht zu lange, wenn Sie erst einmal entdeckt haben, dass Sie schlechter hören. Lassen Sie ganz einfach einen Hörtest durchführen. Dabei werden Ihnen Kopfhörer gegeben, über die eine Reihe von Lauten mit bestimmten Frequenzen zu hören sind. Sie müssen nur einen Knopf drücken oder die Hand heben, wenn Sie einen Laut hören. Dabei wird ein Audiogramm erstellt, das Ihr Hörvermögen bildlich darstellt. Anhand der Testergebnisse und basierend auf Ihren persönlichen Bedürfnissen wählen Sie nun gemeinsam mit Ihrem Hörgeräteakustiker ein Hörgerät. Danach entscheiden Sie, ob Sie es zurückbringen, ein anderes aussuchen oder es behalten wollen. Wenn Sie wollen, können Sie von nun an die wiedergewonnene Lebensqualität auf Dauer genießen. Und Sie können wieder selbst entscheiden, was Sie hören wollen und was nicht.